Hier sind wieder Dronai und Papagei Hiesmer zum Rückspiel von Horde, und zwar mit den Figuren. Das heißt, deswegen ja Rückspiel. Der Gegner hat jetzt die Horde. Ja, der Gegner hat die Horde, versucht mich zu überrennen und uns hier zu überrennen. Genau. Ja, allerdings, das ist ja schon fast verloren für die Horde. Also man kann schon nicht einfach mal so am Bauer einfach mal hergeben. Also es geht eigentlich nicht. So, kann ich hier noch mehr gleich reinopfern, um noch besser dazustehen? Ich nehme. Also man zwei Bauern sollte man vielleicht für eine Leichtschiebe kriegen. Aber ich kann einfach nach da gehen, das ist für den Anfang absolut okay. So. Ja, jetzt die Frage. Hier vor vielleicht. Ja, wieso nicht? So, ich möchte hier diese Struktur als nächstes unterminieren. Am besten C6. Ja, C6 wäre natürlich auch. Oh, das ist sehr gut. Das ist gut, jetzt komme ich schon mal frei. Der Turm ist aktiv. Das geht ja sowieso nicht, deswegen. Gerade sagen wir es und schon macht er das. Also, der Gegner scheint hier nicht so viel Wert zu legen. Jetzt gibt der nächste Taubbau, oder? Das ganzes Material. Tut mir immer leid, dann für so eine Horde, die auch nur versucht, das Beste zu geben. So. Aber denken Sie dran, das ist keine Zombie-Horde. Erst wieder zurück. Und haben noch alle Figuren, was sehr untypisch ist. Und sofort C6, was ich eben gesagt habe, sollten wir hier spielen. Jetzt räumen wir die andere Seite mal ein bisschen auf. Sehr gut, wird direkt aufgeräumt. Wie nur was. Vielleicht können wir sogar einen Bauer im Zentrum hier installieren. So, die Frage. Deswegen die Dame zuerst mal nehmen. Jetzt droht schon mal hinten in der Ecke vielleicht was. Droht, ja, alles da droht. Ja, Bauer ist auch weg. Mit der Dame nehmen. Ja, genau. Ja, der sowieso. Ich habe geguckt, ob es noch was Besseres gibt. Aber das ist in jedem Fall nicht. Also so sieht man hier, wie man jetzt mit der Dame Horde wieder zurück nicht spielt. Wie man Horde mit Weiß nicht spielt. Also mit den Bauern nicht spielt. Als nächstes sichere ich hier drüben ab und spinne. Genau. Auf C7. Und versuche keine Hauptfiguren zu opfern. Und als nächstes wird ein bitte was? Klar, hören wir uns immer opfern. Als nächstes wird ein bisschen reingeopfert, nämlich. Oder auch einfach so. Genommen. Jetzt können sie, genau, so also, muss das sein. Ich weiß nicht, ob der Gegner hier... Jetzt, der nächste Bauer, jetzt ist hinten die Ecke, voll. Jetzt, oh hinten in die Ecke rein, hinten in die Ecke rein. Nee, zuerst da, nee. Okay. Ja, noch stärker. Jetzt hinten in die Ecke. Naja, das kommt jetzt als nächstes. Ja, gut, raus. Okay, ist eh verloren für die Horde, aber ich nehme auch zuerst wieder da. Okay. Und dann da. Ja. Ich komme immer noch hinein, oder? Ja gut, er kann es... Ehrlich gesagt, man kann Horde spielen. Was er da macht. Also jetzt nehme ich sowieso. Jetzt hinten aufräumen. Tja. Was macht man hier? Was macht man hier? Soll man hier muss man entfernen. Ich will einfach da hin. Stimmt, weil die haben ja noch einen Turm, der ist ja auch ein bisschen abdeckt. So, machen wir hier tot weg. Nächstes die schwarzen Felder aufmessen, bitte. Ja, richtig so. Glaube ich, gerade meine Leichtfigur auf. Also im normalen Fall sieht es bei Horde so aus, dass man am Ende vielleicht noch die Dame hat und alles andere für Bauern noch was hat, aber hier. Genau, erstmal das Feld geräumt, wo die Bauern auch vorne sind. Oh, jetzt will er den Schwer. Ja, also das geht gar nicht, sag ich mal, jemanden da rein. Dann nehmen wir raus. Sehr gut. So wollen wir das sehen, genau, damit hinten der Druck gemacht wird. Ja, aber, oh Freund, den können wir nehmen. Kann man ja einfach nehmen. Ja, und das war es dann gleich gewesen auch schon mit der Rolle. Jetzt nehmen wir alles raus. Alles raus. Ich denke mal, er wird gleich aufgeben. Ich denke nicht, weil offensichtlich kennt er, weiß er gar nicht, worum es hier geht. Und ja, deswegen entwickeln wir jetzt hier noch die Spur. Ja, da raus. Hin da raus, jawohl. So muss das sein. Sind auch die schwarzen Felder. Aber er weiß, wie man opfert, das weiß man schon. Ja gut, aber... So, jetzt sind auch die schwarzen Felder hier schön befestigt. Und jetzt gibt es ganz noch ab. Jetzt kommt jetzt wird auch. Wollen wir uns noch eine Dame holen? Und sogar wir können uns eine Dame holen und noch mehr auf. Wir könnten uns mal einen Läufer noch holen, weil unser Läufer ist ja leider futsch.
Wir brauchen ja alle Figuren einmal. Guck mal, der eine einzige Bauer von uns hält seine ganzen restlichen Bauer im Prinzip auf. Das ist schon mal sehr gut. Das ist gut, ne? So muss das sein. Unsere Horde. Tja, was jetzt? Und dann doch die Aufgabe. Nee, Partie verlassen. Wir können den Sieg beanspruchen. Dann Sieg beanspruchen. Wie geil ist das denn? Sieg beanspruchen. Wir beanspruchen den Sieg und haben den Sieg. Er hat das Spiel verlassen, weil er gesehen hat, er packt es nicht mehr. Und nun haben wir dafür gewonnen. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Ja, und wir sehen uns dann wieder demnächst. Euer Kronheil und Hammer.